Yes, it's live. Can you check and see if it's on there, Leah? Yes, I do. I don't see us. Not yet. Yet. Yoo-hoo, finally. Oh, guten Morgen. Leah, magst du uns einleiten? Heute lief das alles ganz gelassen und schnell sind wir da auf Facebook gelandet. Hallo. Wir sind hier, weil wir über das nächste Webinar Hände weg und zurück zur Präsenz sprechen möchten. Nächsten Dienstag findet das statt und es geht wirklich so um die Ziele, auch Ziele, die uns nicht wirklich dienlich sind und auch um eine innere Ruhe, aus der heraus wir Dinge tun können, Inspiriertes erschaffen. Es geht nicht unbedingt nur um Business-Ziele oder Arbeitsziele. Du bist auch ganz herzlich dazu eingeladen, wenn du dich mehr bewegen möchtest oder wenn du endlich dieses neue Hobby beginnen möchtest oder. Dinge, die einfach so da sind und die irgendwie etwas in dir bewegen und auch ins Tun bringen. Genau. Wo wir aber noch mehr hinschauen werden, sind diese Dinge, und darüber wird Celia gleich etwas erzählen, die eben nicht förderlich sind und uns auch ausbrennen. Und warum wir aber da manchmal so in diesem Hamsterrad von diesen Zielen gefangen sind. Mhm. Genau. Du kannst dich jederzeit anmelden, auch wenn das erste Webinar schon am Dienstag vor einer Woche stattgefunden hat. Du kriegst eine Aufnahme davon, also ist überhaupt kein Problem. Und wenn du angemeldet bist, dann geht es für dich am Dienstag mit uns weiter. Und wir hüpfen in Ziele und inspiriertes Tun aus der inneren Ruhe heraus. Genau, absolut. Und vielleicht einfach nur als Hilfestellung, dass du spüren kannst, ob dieses Webinar für dich was ist. Wir haben ein bisschen im Vorfeld überlegt, was sind so häufige Dinge, die wir hören, wenn Menschen zu uns kommen ins Coaching. Und eine Sache, die dir vielleicht bekannt vorkommen könnte, ist diese Momente, wo du wirklich einen inspirierten Impuls spürst, etwas zu tun oder etwas in die Welt zu kreieren. Und es fühlt sich für dich absolut authentisch an, etwas, was wirklich du machen möchtest. Und dann passiert Folgendes: Es springt irgendeine Stimme in deinem Kopf an, was beginnt dagegen zu wirken. Vielleicht auch Gefühle kommen hoch, die dagegen wirken, wie Angst oder Zögerlichkeit oder du redest es dir aus oder du beginnst und auf dem Weg siehst du nur lauter Hindernisse. Also all die Sachen, wo der Ursprung richtig und gut sich angefühlt hat, aber im Going und im Doing plötzlich alles beginnt sich sehr schwer und im Stocken zu kommen. Das wäre ein Szenario, was wir häufig im Coaching hören. Und wenn du das kennst, bist du herzlich willkommen. Wir werden darüber sprechen, über einen leichten Weg nach vorne zu kommen bei diesen natürlichen Impulsen, die du hast. Das zweite Szenario, was wir häufig begegnen im Coaching, ist genau das Gegenteil. Der Impuls kommt wie nicht aus dir selbst heraus. Vielleicht hast du es aufgeschnappt irgendwo da draußen in der Welt. Sage ich mal, ein Guru hat gesagt, man braucht das unbedingt, um etwas zu erreichen im Leben, um etwas zu erreichen im Business. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Und du springst darauf, auf dieses Ziel, was gar nicht von dir kommt, auch wenn es sich gar nicht für dich authentisch anfühlt, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du willst das gar nicht tun, aber du glaubst, du musst es tun, um zu
etwas. Ja? Um das zu erreichen, musst du das vorherige Ding machen, was auch immer es ist. Das begegnen wir so häufig im Coaching, dass Menschen ganz viel Energie, ganz viel tun und machen und ergeben, um Ziele zu erreichen, die gar nicht ihres sind. Und du hörst sie sprechen, sie sagen es ganz klar und offen und deutlich, aber trotzdem sind sie wie gefangen in dem. Lea hat das ganz zu Beginn angesprochen. Und das dritte Szenario ist, manchmal sind wir an einem Ort im Leben, wo wir wirklich wahrhaftig in uns spüren, ich habe keine Idee, ich habe keine Impulse. Vielleicht spürst du einfach ganz authentisch, dass gerade nichts ansteht. Aber dein innerer Antreiber ist damit absolut nicht zufrieden und geht total dagegen. Es suggeriert dir eine ewige Liste an Sachen, die du unbedingt tun musst oder tun müsstest und die du gerade nicht tust. Und es kommt meistens damit einher ein zweiter Geschichte an Gedanken und Gefühle, nämlich Schuld, dass du das nicht packst. Die Idee, andere kriegen Sachen hin und du nicht. Also wir nennen das manchmal die Reise auf dem Ich-muss-Bus. Und vielleicht bist du gewohnt in den letzten Wochen, Monaten oder sogar Jahre, ich hatte jahrelang eine ewige, unendliche Fahrt auf dem Ich-muss-Bus durch alle Städte Europas und das macht gar keinen Spaß. Das sind so die Sachen, wo, wenn du eins von dem sagst, ja doch, also das kenne ich, ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie ich in mehr Leichtigkeit komme hinsichtlich meiner Ziele, ist das Webinar das Richtige für dich. Genau. Und das findet nächsten Dienstag um 19 Uhr statt. Das ist, oh, jetzt muss ich 13. Juli. Juli um 19 Uhr mit uns im Zoom-Raum. Und wir posten wie immer noch einmal die Anmeldung hier unter diesem Video. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du mit dabei sein könntest oder du so Hände auf dem Rücken spürst. Mhm. Ja, da will ich hin. Dann komm mit an Bord. Absolut. Kommst du uns. Es ist kostenfrei. Du kannst dich zurücklehnen. Und ja, wir freuen uns auf dich. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.